dann starten wir auch direkt. Was habe ich mir für heute überlegt? Gleich ganz kurze Vorstellung von mir und unserem Team und unserem Service. Dann blicken wir auf den Markt, was grundsätzlich momentan ja, die Märkte bewegt, was die sind die fundamentalen Rahmendaten und was sind so die heißen Themen, die auch in den vergangenen Tagen und Wochen eher zu Kursturbulenzen geführt haben. Und dann gehen wir, wie schon in der Anmoderation versprochen, in die aktuellen Hotstocks. Und da habe ich mir angesehen, was momentan bei Varta, BioNTech und Co. los ist. Und es gibt auch entsprechende Produktvorschläge. Und da gehe ich auch auf Produkte zum DAX ein, was wir eben in unserem Service bei Feingold Research ja an exotischen Produkten gerne handeln und traden. Und ist vielleicht für den einen oder anderen mal etwas Neues dabei, weil. Also da geht es um exotische Optionsscheine und die sind nicht so häufig vertreten im Markt. Und da haben wir so eine kleine Nische für uns und traden diese Produkte sehr, sehr gerne. Und genau, darum wird es gehen. Ganz kurz zu mir oder zu uns. Wie ihr schon seht, mein Name ist Nikolas Saurenz. Ich bin ja seit mehreren Jahren, bald sind es knapp 10, also schon seit Beginn des Studiums im Team von Feingold Research. Feingold Research ist hervorgegangen aus mehreren Redakteuren und Journalisten von Börse Online und der Financial Times, die ja leider dann aufgelöst wurde und gesplittet wurde. Mein Bruder Daniel Saurenz, wie der Name schon verrät, hat Feingold Research gegründet und genau, ich bin seit Beginn dabei und verantworte seit mittlerweile 4 Jahren unseren Börsendienst, in dem wir ja tagesaktuell aufs Marktgeschehen eingehen und die Märkte begleiten. Wir haben es ein bisschen gesplittet. Wir betreuen quasi einen Investing-Bereich, wo wir wirklich auch ja nicht unbedingt defensiv, aber so ein moderates Investing-Profil haben, also auch eher auf die mittel- bis langfristige Schiene gehen und eben auch Anlageprodukte vorstellen mit einem Chance-Risikomix. Da schauen wir dann auch, ja, zum Beispiel eine Warte, was kann man da aus Anlagesicht machen, wo dann durchaus Renditen, ich sage mal, 20% PA möglich sind, was natürlich aus Anlagesicht sehr, sehr attraktiv ist im aktuellen Zinsumfeld. Risiken natürlich damit auch auf Einzelaktienseite höher. Aber das gleichen wir alles ab und versuchen dann einen sehr, sehr schönen Mix zu finden. Wir haben auch einen spekulativen Bereich. Da geht es dann auch wirklich um die aktuellen Hotstocks und wie man die traden kann mit Hebel und diversen Produkten. Markenwertportfolio sind wir aufgestellt. Unser aktuell erfolgreichstes Portfolio, die Grafik ist nicht mehr so aktuell. Wir sind einen Ticken drüber über den 30%. Genau, da lagen wir deutlich über 30% PA im vergangenen Jahr. Sehr, sehr schön, weil wir da einen Markenwertansatz haben. Und genau, da freuen wir uns über Fragen und Rückmeldungen. Und ich habe auch noch eine kleine Aktion vorbereitet, die es dann am Ende gibt. Steigen wir in die Präsentation ein. Jetzt spielt mir das einen Streich. So, hier sind wir. Genau, Marktüberblick. Was haben wir in der vergangenen Woche gesehen? Die Gewinnserie ist beendet. Wir hatten im S&P 500, also dem Leitindex in den USA, auf den wir auch ja fast primär schauen, weil er eben das Aktiengeschehen weltweit am besten abbildet, rund um die Uhr gehandelt wird in den Futures. Und eben die größte Marktkapitalisierung aller Indizes weltweit hat, wenn man natürlich von so einem Index wie dem MSCI World absieht, der ja weltweite Aktien vereinbart, auch einen sehr hohen USA-Anteil hat. Also im MSCI World sind 65% der Aktien roundabout aus den USA. Das muss man auch beachten, wenn man jetzt sagt, ich kaufe einen Weltindex. Nein, eigentlich kauft man den Index mit einem sehr hohen USA-Anteil. Das nur am Rande. Aber S&P 500, und da gibt es eben eine Gewinnserie, die nun geendet ist. Und die lag bei 7 Monaten in Folge. Also die vergangenen, das Jahr bisher sehr erfreulich ging, wie an der Schnur gezogen nach oben. Und jetzt eben erstmalig diese, ja, eigentlich ja leichte Konsolidierung, weil wenn man es im langfristigen Chart sieht, wir laufen wirklich von links unten nach rechts oben und haben eine extrem starke Marktphase gehabt, die nun gestoppt ist. Und ja, wenn man den gleichen Chart aus Deutschland nimmt, nämlich auf den DAX blickt, dann sieht man schon, bisschen anderes Bild. Im DAX notieren wir Stand heute. Eben waren wir bei 15.200 Punkten. Ja, ein Ticken tiefer als am 1. April. Also in exakt 6 Monaten ging im DAX
gar nichts voran, was eben auch ein bisschen an diesem Value-Trade lag im Frühjahr. Da wurden eben die stark im DAX vertretenen, eher Value-lastigen Aktien angetrieben, während die Tech-Aktien weltweit nicht so gefragt waren. Das hat dann zu diesem Zwischenhoch in dieser Marktphase geführt im April und seitdem schwächeln die DAX-Aktien ein bisschen, auch eben die Zykliker deutlicher unter Druck gewesen aus den Gründen, die ja bekannt sind, zu denen wir gleich noch kommen, also Lieferengpässe, Produktionsprobleme, aber eben auch ja dieses Stagflationsthema, also wie entwickelt sich die weltweite Konjunktur, wie ist davon auszugehen, beziehungsweise es ist davon auszugehen, dass die Expansion, wie sie in den vergangenen Monaten zu sehen war, so nicht gehalten werden kann, was natürlich nur logisch ist, weil man eben aus diesem Corona-Crash kam mit einer boomphasigen Entwicklung und die kann eben nur über mehrere Monate gehalten werden und nicht Jahre. Die Gewinnserie ist beendet und auch eine sehr schöne Grafik, wie ich finde, die zeigt, bis jetzt war das Marktumfeld eher ruhig. Diese Grafik zeigt, wie viele minus 1% Tage, minus 2% Tage und minus 3% Tage es bislang gab. Und da seht ihr ganz klar, minus 3% hat hier noch eine Null stehen. In vielen Jahren ist es auch eine Null, weil der S&P 500 ist eben ein sehr großer Index, der anders als der DAX nicht zu solchen Ausschlägen neigt. Also Tage über 2% sind im S&P 500 historisch selten. In diesem Jahr waren es erst 4. Die Daten sind vom 29.09. Es müsste jetzt ein Fünfter dazugekommen sein. Aber eben historisch bislang eher ein ruhiges Börsenjahr. Und es sieht momentan fast so aus, als könnte es dieses Jahr auch ohne den 3% Abschlagstag vonstatten gehen, weil wir eben diese Buy-the-Dip-Mentalität weiterhin haben. Also Kursrückschläge werden gekauft, auch aufgrund der Liquiditätssituation. Das Geld wartet an der Seitenlinie, um es flapsig zu formulieren. Viele Investoren suchen nach Investitionsmöglichkeiten und nutzen dann eben jeden Kursrückschlag, um einzusteigen. Jetzt zuletzt eben die Korrektur kurzfristig dann doch ein bisschen deutlicher gewesen. Also wir sind jetzt schon wieder erholt, da redet man natürlich entspannter darüber. Die Kursschwäche hätte sich ja auch ein bisschen ausweiten können, aber sie war überfällig und das möchte ich an dieser Grafik verdeutlichen, wie eben auch im angesprochenen S&P 500 Rückschläge statistisch erscheinen. Und da sieht man sehr, sehr deutlich, eigentlich geht es in fast jedem Jahr einmal um rund 10% zurück. Also das können auch mal 7% sein, mal 8%. Aber das ist eben der Average. Der liegt sogar noch ein gutes Stück drüber bei 14%, eben weil es diese historischen riesigen Ausschläge gibt. Bei 48% im Lehman Crash, bei 34% im Corona Crash oder auch eben 1987 in diesem Flash Crash-artigen Rückschlag war ich natürlich noch nicht an der Börse, aber weiß man eben auch. Diese Extremwerte verzerren das natürlich ein bisschen, aber wenn man jetzt den Median anschauen würde, der ist jetzt hier nicht eingezeichnet, der wird dann um 10% liegen und zeigen, da sind wir jetzt noch deutlich drunter und wir waren ja bis vor einer Woche noch nicht mal bei 5% gewesen. Also es sah so aus, als könnte der S&P 500 ein Jahr ohne Korrektur, in Finanzkreisen spricht man ja bei 5%, spricht man ja bei 5-10% erst von einer Korrektur. Alles drüber ist ja eigentlich noch eine Fortsetzung des aktuellen Trends. Und dementsprechend sind wir jetzt erstmal so am, dem, was erforderlich gewesen wäre, angekommen. Und wir schauen eben, und das ist eben auch unser Ansatz, wir schauen immer aus Chance-Risikosicht auf die Märkte. Und unser Ansatz war dann eben auch zu sagen, im Sommer war zu viel Gutes in die Märkte eingepreist. Also dieses Goldilocks-Szenario von niedrigen Zinsen, immer weiter anziehenden wirtschaftlichen Prosperität, das war so nicht zu halten. Und es hatten sich eben diverse Anzeichen gezeigt, dass das eben nicht nur so weitergehen kann und da eben auch gewisse Störfeuer lauern, sei es jetzt aus China oder eben auch vom Inflationsthema herrührend. Und dementsprechend war da unser Ansatz in diesem Jahr, dass wir auch durchaus ab Mitte des Jahres defensiver waren. Da waren wir im DAX sehr erfolgreich mit, auch mit verschiedenen Produkten. DAX-Trades, wo wir dann gesagt haben, wir steigen oben aus, weil wir uns eben mit dieser Rallye begnügen, aber kaufen dann auch immer wieder den Rückschlag im Index und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Ich glaube, im Turbo-Depot hat Daniel, der das verantwortet, mittlerweile den 20. Trade in Folge
erfolgreich abgeschlossen, was eben auch daran liegt, dass wir diese Trades laufen lassen, dass wir denen Zeit geben und dass wir da eben nicht an strikte Stoppkurse rangehen, sondern das auch über die Positionsgröße das Risiko steuern. Da Daniel ist ja um 16 Uhr hier im Raum, das wird er dann wahrscheinlich nochmal genauer erklären. Aber eben, wie gesagt, diese Korrektur unserer Meinung nach überfällig gewesen. Und wie sind die Aussichten für das restliche Jahr? Da habe ich eine Grafik zur Saisonalität mitgebracht. Grundsätzlich sehr, sehr erfreulich. Solche Statistiken muss man natürlich mal ein bisschen in Anführungszeichen setzen, weil Aktien on the long run eben grundsätzlich steigen. Das heißt, eine positive Statistik, also die meisten Statistiken zum Aktienmarkt sind eben positiv, weil Aktien langfristig steigen. Das heißt, wenn das heißt, im Oktober steigen Aktien grundsätzlich, ist das natürlich kein Selbstläufer. Das gilt für Statistiken grundsätzlich, aber eben in diesem Fall muss man das nochmal unterscheiden. Aber Oktober, November, Dezember grundsätzlich sehr, sehr positive Börsenmonate. Und eben in den vergangenen 10 Jahren der November sogar deutlich besser gewesen als der Dezember. Im Dezember war eigentlich gar nichts mehr zu holen. Statistisch gesehen, was eben auch daran liegt, dass die Jahresendrallye immer früher kommt. Weil, ja, Börsianer sind ja nicht dumm. Wir antizipieren ja das, was wir glauben, was bald gespielt wird. Und wir haben jetzt Mitte Oktober und dementsprechend kann man dann Ende Oktober schon davon ausgehen, dass das Thema Jahresendrallye auftaucht und das dann eben auch schon in den Markt gegangen wird. Und ja, daraus rührt dann auch diese statistische Entwicklung, dass diese Jahresendrallye eigentlich schon im November kommt, wobei das Jahresende ja logischerweise im Dezember ist und man das Jahr dann so schön, wie man so schön sagt, ausfadet, also einfach nur noch ja, sich aus dem Börsenjahr verabschiedet, seine Gewinne mitnimmt und an der Seitenlinie tendenziell eher steht, aber eben nicht mehr voll im Markt dabei ist. Das zeigt auch nochmal diese Grafik. Mit Blick auf die Uhr kann ich natürlich jetzt nicht jede Grafik ausführlich besprechen, aber diese Grafik zeigt, wenn die ersten 3 Quartale eines Jahres gut waren, dann ist auch das 4. Quartal gut. Das klingt jetzt ein bisschen einfach, aber ist eben so. Gut, es ist natürlich der Fall, wenn die ersten 3 Quartale eines Börsenjahres gut waren, dann scheint es wohl ein grundsätzlich gutes Börsenklima zu geben, was dann eben auch dafür spricht, dass sich dieser Trend oder diese grundsätzliche Stimmung auch im 4. Quartal fortsetzt und dann eben nicht zum Jahresende nochmal daran gerüttelt wird. Nächste Grafik bezieht sich auf das, auf das Sentiment und die technische Verfassung des Nasdaq. Und das ist ein Thema, was wir sehr häufig in unser Trading oder in unsere Anlage einbeziehen. Also ganz grundsätzlich, wie ihr vielleicht bis jetzt schon gesehen habt, unser Ansatz ist eher fundamental und also wir betreiben keine Chartanalyse und wir schauen natürlich auch auf die Charts, aber wir schauen eher auf die Markttechnik. Und das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel aus der vergangenen Woche, erstellt von unserem Kollegen Franz-Georg Quenner, der auch mit Indexradar vertreten ist und der hat eben eine Auswertung gemacht, wie viele Aktien im Nasdaq über der 20-Tage-Linie notieren. Also der 20-Tage-Durchschnitt wäre ja ein sehr kurzlaufender, gleitender Durchschnitt jetzt im Vergleich zur 200-Tage-Linie, die logischerweise etwas träger ist und den langfristigen Trend anzeigt, zeigt die 20-Tage-Linie den kurzfristigen Trend an. Und jetzt war es zuletzt so, dass nur noch 12% der Aktien im Nasdaq über dieser 20-Tage-Linie notiert haben. Also die restlichen 88% notierten darunter. Das heißt, sie waren sind in den vergangenen Tagen deutlicher gefallen und eben unter diesen Durchschnitt gerutscht. Und da zeigt sich dann eben, dass ja grundsätzlich nur noch 12% der Aktien in diesem ganzen Index überhaupt irgendwie relativ stabil waren. Und das spricht natürlich dafür, dass ein Markt grundsätzlich eher überverkauft ist, weil ganz grundsätzlich muss man natürlich sehen, wenn man, es muss ja noch etwas da sein zum Verkaufen, um es mal flapsig zu formulieren. Also wenn eine Aktie ja schon gefallen ist, muss es ja erstmal Gründe geben, warum sie noch weiter fällt. Und wenn ein Titel jetzt schon 10% oder sogar viele Tech-Aktien haben ja schon 30% oder 40% korrigiert von ihren Höchstständen, in den Extremwerten sogar 50% oder 60%, dann muss ich ja bei einer Korrektur um 50% oder 60% erst nochmal einen neuen Grund sozusagen finden, um die Aktie weiter zu verkaufen. Klar, so Trends verselbstständigen sich dann häufig, aber grundsätzlich eben unser Ansatz da eher antizyklisch. Wir schauen
welche Titel sind dann wirklich ausgebombt und wo liegt das Sentiment am Boden? Und deswegen war das hier mit diesen 12% Aktien, die nur noch in einem positiven Territorium notierten, eine absolute Kaufgelegenheit, weil die Nasdaq eben historisch überverkauft war. Und genau das schaut, kann man dann hier auch. Hier unten ist der langfristige Nasdaq-Verlauf und da sind diese Phasen, wo das eben so war, eingezeichnet. Und das waren dann häufig gute Kaufgelegenheiten. Das ist natürlich für kurzfristiges Trading kein, also wenn man jetzt Intraday-Trading betreibt, ist das natürlich kein Indikator, auf den man seine Intraday-Entscheidung verlassen kann, aber eben schon auf mehrere Tage sehr geeignet. Und so haben wir das dann auch gehandhabt und kurzfristige bis mittelfristige Aktionen aufgrund dieser Statistik und ja unserer generellen Marktmeinung, klar, so ein Chart reicht für uns natürlich nicht als Trading-Begründung oder als Anlagebegründung, aber eben sehr guter Indikator gewesen und hatte sich ja auch dann bestätigt. Wir hatten jetzt in dieser Woche seit Montag eine deutliche Erholung an den US-Märkten und ja auch beim DAX. Genau, nächster Chart. Der FANG-Plus-Index, der eben die Schwergewichte an der Nasdaq vereint, sehr, sehr gut gelaufen. Aus dem Jahr 2020 eben diese Biden-Rallye, möchte ich mal, sie mal bezeichnen, also die Wahl Joe Bidens. Und seitdem geht es bei den großen Techs eher seitwärts. Eben die meisten von euch wissen das selbst. Amazon, sehr beliebte Aktie, auch bei uns, hat sich in diesem Jahr sehr, sehr schwer getan. Eine Apple lief ganz gut, aber jetzt auch immer mal wieder mit Rückschlägen. Wirklich richtig gut unter den großen Techs, eigentlich nur Alphabet. Tendenziell auch unser Favorit. Und jetzt haben wir eben, der Chart ist vom Montag, die Situation gehabt, dass der FANG-Plus-Index die 200-Tage-Linie getestet hat. Also sehr wichtiger Durchschnitt und eben auch ein sehr schönes Signal für die großen US-Techs, dass da eben ja, ein gesundes Maß an Korrektur stattgefunden hat, weswegen wir dann auch wieder im Börsendienst optimistischer geworden sind und genau, und wieder eher das Pendel in die Long-Richtung geschwungen ist sozusagen. Und vielleicht noch ein, zwei Sätze zu unserem Ansatz. Wir führen im Investing-Bereich eben auch größere Depots, die im Volumen über 100.000 Euro liegen. Und da ist es natürlich so, dass wir diverse Positionen führen und dementsprechend dann nicht von einem auf den anderen Tag hektisch die Positionen hin und her schieben. Aber was war dann unser Ansatz? Wir hatten im Sommer 2021 Absicherungen eingezogen auf den DAX, aber auch auf die US-Indizes. Und das war natürlich kein Selbstläufer, gerade die Absicherung auf den DAX. Zuletzt war der Index ja noch bei 16.000 Punkten vor einigen Wochen. Da lagen die natürlich im Minus. Und diese Absicherung haben wir jetzt mit Gewinn veräußert, eben in den Crash hinein und oder in die Korrektur. Es war natürlich kein Crash, in die Korrektur hinein. Das ist dann eben unser Ansatz. In Kursschwäche bauen wir eher Absicherungen ab und nicht auf. Es gibt natürlich auch Trader, die sagen, wenn die Volatilität in den Markt kommt, eben mit den schlechten Nachrichten, dann springen sie prozyklisch in die Kursschwäche auf. Ist nicht unser Ansatz. Wenn die Märkte fallen, dann schauen wir eher, wo sind Chancen? Und natürlich mit Köpfchen. Also es bringt natürlich nichts, in Kursschwäche blind hineinzukaufen. Man muss schon schauen, wie sind die Chancen und die Risiken, aber das ist eben unser Ansatz, da eher ja, Marktphasen zu nutzen, die Kaufgelegenheiten geben, weil ja, eine Amazon bei $3.200 Dollar ist eben grundsätzlich attraktiver als eine Amazon bei $3.800 Dollar, wenn sich am grundsätzlichen Geschäftsmodell der Aktie wenig geändert hat. Genau. Ich trinke mal kurz einen Schluck und dann kommen wir zur aktuellen Marktphase beziehungsweise den Nachrichten, die aktuell den Markt bewegen. Wenn Fragen zum bisherigen Vortrag sind, könnt ihr mir die auch gerne reingeben. Ansonsten würde ich jetzt weitermachen und zum Thema China kommen. Das wird auch von Lesern bei uns sehr gerne angefragt. Deswegen ein, zwei Sätze dazu und warum wir nicht der Meinung sind, dass das Thema China zu einem Crash führt. Also das Wort Crash ist natürlich inflationär benutzt, aber es gab in den vergangenen Wochen ja doch viele Anleger, die sehr, sehr ängstlich auf China geblickt haben. Aber was ist eben die Situation? Wir haben
in China ein Expansionszyklus, der schon viele, viele Jahre geht und der eben in vielen Branchen zu boomartigen Auswüchsen geführt haben, möchte ich es mal bezeichnen. Und eben dazu, dass viele Branchen ja so ein Stück weit aus dem Ruder gelaufen sind. Und China ist als riesiges Land eben ja wird aus Peking zentral geführt, zentralistisch. Aber die Kommunistische Partei hat natürlich nicht den Eingriff in jede Branche und in jede unternehmerische Entscheidung. Und man ist ja in diesem Balanceakt zwischen sozialistischer Herrschaft und Turbokapitalismus. Und wenn man sich die Einschätzungen zu China in den vergangenen Jahren angeschaut hat, dann war eigentlich immer das Mantra, dass China schon längst im Turbokapitalismus angekommen ist. Aber eben die Entwicklung der vergangenen Monate zeigt, dass das absolut nicht so der Fall ist, weil es zeigt sich eben, die KP, die Kommunistische Partei, hat das Zepter absolut noch in der Hand. Und man geht jetzt eben hin und stutzt alle Branchen und alle Akteure, die zu Recht, die es quasi zu weit getrieben haben. Und Evergrande ist da ein Fall, weil dieses Unternehmen eben sehr, sehr offensiv expandiert hat, eine sehr hohe Verschuldung geführt hat. Und man nimmt ja jetzt quasi den Kollateralschaden in Kauf und wickelt dieses Unternehmen ab, auch als Zeichen an die Konkurrenz eben, dass diese Entwicklung zu weit geführt hat. Sehr plastisches Beispiel ist ja auch Alibaba und die Tech-Konzerne. Die Macht der Tech-Konzerne geht der Kommunistischen Partei zu weit. Und deswegen hat man da Zeichen gesetzt. Und es gab ja sogar vor einigen Monaten die Spekulation, dass Jack Ma nicht mehr auffindbar ist, also der Gründer von Alibaba. Und man hat dann gemutmaßt, dass ihm vielleicht etwas zugestoßen sei, was glücklicherweise nicht der Fall war. Aber es ist eben doch im Rahmen des Möglichen, dass das eben so weit geht, dass da Akteure in China vom Boden verschwinden. Und eben, was natürlich dann aber rum auch wieder positiv für die Märkte ist, weil man Evergrande als so eine Art Abwicklung betrachten kann. Also für die Menschen dort natürlich absolut nicht schön, wenn sie ein Haus finanziert haben und die Firma jetzt pleite geht, aber für die internationalen Kapitalmärkte wahrscheinlich keine Kettenreaktion, weil China eben ja so eine Art bewusste Abwicklung herbeiführt. Und der zweite Teil der Argumentation von mir eben noch alle geldpolitischen Maßnahmen in der Hand hat. Und das geht jetzt ein bisschen ins Detail, aber es gibt einen sogenannten Kreditzyklus, den gibt es für alle Volkswirtschaften weltweit. Und der zeigt eben an, wie das Kreditsaldo, also die Kreditentwicklung in einer Volkswirtschaft ist. Also werden mehr Kredite aufgenommen und ausgegeben oder werden Kredite eher zurückgezahlt und verschwinden quasi aus der Bilanz. Und Kreditwachstum bedeutet natürlich wirtschaftliche Expansion, weil eben Schulden aufgenommen werden, es wird investiert und grundsätzlich eben ein positiver Indikator zum Wachstum. Und wir hatten langfristig in China ein wahnsinnig hohes Kreditwachstum. Und diese volkswirtschaftliche Entwicklung hat sich jetzt in den vergangenen Jahren etwas umgekehrt. Und da sind wir jetzt, wenn wir auf diesen Chart gehen, der das sehr schön zeigt, dass Phasen des Kreditwachstums in China eben dazu geführt haben, dass sogar in Deutschland das mit einer Verzögerung festzustellen ist, weil eben diese Expansion in China zum Beispiel in den Jahren 2015 bis 2017 dazu geführt hat, dass es eben größeres Wachstum in der chinesischen Volkswirtschaft gibt, was eben wiederum zur stärkeren Nachfrage von deutschen Produkten geführt hat, quasi deutsche Autos und Co., die dann eben nachgefragt werden. Und sehr, sehr spannende Korrelationen hier eben, wie sich der chinesische Kreditimpuls bis in die deutsche Volkswirtschaft auswirkt. Und aktuell ist es eben so, dass der Kreditimpuls in China sehr, sehr niedrig ist historisch, was natürlich die Implikation zulässt, dass sich das wieder umdreht und eben die Chinesen mit dieser Evergrande-Krise und diversen anderen Krisen langsam wieder die geldpolitischen Schleusen öffnen und wieder expansiver werden und diverse Maßnahmen einleiten, was dann natürlich dazu führen würde, dass der Aktienmarkt das positiv honorieren würde. Und deswegen sehen wir in China derzeit eher Einstiegskurse als Ausstiegskurse. Und wir haben auch die entsprechenden Aktien bei uns im Börsendienst, also eine Tencent, eine Alibaba, wobei man mit der Aktie zuletzt wenig Freude hatte,
Eine Baidu, die haben wir alle in unseren Depots bzw. auf der Hotlist, wo wir solche spekulativen Trades abbilden. Und das eben unsere Ansicht zu China, wo wir, wie gesagt, eher davon ausgehen, dass ja, wir jetzt so eine Art Bodenbildung gesehen haben und wir eher mit steigenden Kursen mittelfristig rechnen. Genau, das war es zu China und diesen Kreditimpuls gibt es auch weltweit und auch weltweit ist er jetzt zuletzt deutlich zurückgekommen. Er zeigt hier die G3 Notenbanken an, also USA, Japan und die Eurozone und auch hier eben eher ein Zurückkommen des Kreditwachstums, was eben auch dafür spricht und das sehen wir ja momentan an den Aktienmärkten schon, dass die Entwicklung eher zu einem moderateren Wirtschaftswachstum führt und eben nicht mehr diese wahnsinnig hohen Wachstumsraten zu erzielen sind. Dazu auch die Grafik von Horizon, die eben eine BIP-Prognose angestellt haben und die BIP-Veränderung fortgeschrieben haben und ja, es eine leichte Abflachung im Wachstum gibt. Also die Meinung der Experten ist, der Aufschwung geht weiter, die Beschleunigung ist vorbei. Wir wachsen eben mit ja, einer geringeren Geschwindigkeit und dementsprechend an den Aktienmärkten immer wieder Chancen zu sehen. Aber es ist auch nicht mehr so, dass man blind in den Markt hineingehen muss, weil eben, und das wird die anstehende Berichtssaison eben auch zeigen, für viele Unternehmen die Gewinnsituation sich wahrscheinlich etwas eintrüben wird. Dazu eben auch das Thema Energiepreise, für die europäische Volkswirtschaft auch ein sehr wichtiges Thema. Extrem spannend, in dieser Woche hingen die Aktienmärkte ja sehr, sehr stark an den Öl- und Gaspreisen. Und der Gaspreis hat wiederum getradet, ja, wie ein Nebenwert eigentlich. Also wir hatten da Ausschläge von 20, 30, 40% im Gaspreis, zumindest in diesem UK-Gaspreis, weil in Großbritannien ist die Nachfrage, die Angebotssituation ja am prekärsten und eben ja wirklich beeindruckende Entwicklung. Und jetzt hatten wir am Mittwoch die Nachricht von Wladimir Putin, dass man es quasi nicht darauf anlegen will und den Europäern im Zweifelsfall helfen will. Und das war so ein ja, Entschärfungssignal, was dann eben auch die Aktienmärkte angetrieben hatte und den DAX ja auch davon befreit hat, unter 15.000 Punkten zu notieren. Wie gesagt, der Auslöser war dann tatsächlich Wladimir Putin und ein Entspannungssignal aus Moskau. Und wie die Energiepreise das Wirtschaftswachstum lahmen könnten, zeigt diese Grafik von Nordea. Also man muss dieses Thema schon im Blick haben, wobei wir es jetzt derzeit, wie gesagt, eher im Blick haben und nicht als massiven Faktor der führen, aber eben schon wichtig, dass da eine ja, moderate Entwicklung stattfindet und die Ölpreise nicht noch weiter, zumindest in diesem Tempo, weiter ansteigen. Und eben ganz klar der Einfluss auf die Inflation. Jetzt muss man natürlich sagen, Energiepreise werden aus der Inflationsentwicklung ja im Grunde rausgerechnet, aber sie können natürlich nicht aus den Lieferketten rausgerechnet werden. Also wenn der Bäcker oder der Supermarkt grundsätzlich 10 bis 20% höhere Transportkosten für alles hat und ja auch seine Güter teurer einkauft, dann steigt eben der Preis fürs Brot. Und das wird dann eben auch indirekt weitergegeben, jetzt von Branchen wie der Automobilbranche gar nicht erst anzufangen. Und eben auch deswegen diese Inflationsentwicklung so prekär und eben das große Thema auch mit Blick auf die heutige auf die heutigen Arbeitsmarktdaten in den USA, eben wie bleibt die Inflationsentwicklung? Und die Arbeitsmarktdaten geben natürlich keinen Einblick in die Inflationsentwicklung, aber es gibt Lohndaten und da wird man heute um 14:30 Uhr ganz genau hinschauen. Wie ist die Lohnentwicklung? Und diesmal könnte die Entwicklung der Löhne fast wichtiger sein als die Entwicklung der Arbeitsplätze, weil eben steigende Löhne natürlich auch eine steigende Inflation signalisieren. Und dieses Thema wird die Aktienmärkte definitiv noch einige Wochen beschäftigen, weil die Inflation eben ein sehr, sehr hohes Maß erreicht hat und eben grundsätzlich dafür spricht, dass die Notenbanken restriktiver werden und in ihrer Geldpolitik ja, das in den USA eingeleitete Tapering vollführen und fürs nächste Jahr ist dann eben die Diskussion, ob eine Zinserhöhung in den USA stattfindet.
meiner Meinung nach durchaus möglich mit Blick auf die Inflation. Und die Aktienmärkte zeigen momentan, dass das überhaupt nicht gut ankommt. Und daher rechnen wir durchaus immer mal wieder mit volatileren Phasen, wenn dieses Inflationsthema bestehen bleibt. Und daher die Ruhe am Aktienmarkt der vergangenen Wochen und Monate, also eher Monate, ist daher unserer Meinung nach definitiv vorbei, weil dieses Inflationsthema sehr, sehr großen Sprengsatz mit sich bringt. Genau, jetzt schaue ich auf die Uhr und es ist auch schon die Hälfte der Zeit fortgeschritten und jetzt kommen wir zum Aktienteil, wie versprochen. Es sei denn, ihr wollt Fragen einschieben, sonst würde ich mit den Aktien weitermachen. Ja, ganz kurz nur, alles soweit gut. Du erklärst super, ist ja keine offenen Fragen da. Wenn welche sind, dann stellen wir die am Ende. Alles klar. Alles klar. Noch viel Spaß, Nikolas. Danke sehr. Dann machen wir weiter mit den Aktien, die ich herausgesucht habe. Es könnte mit Blick auf die Zeit nicht mehr zu allen reichen, aber fangen wir mit dem Spannendsten an. BioNTech, ja, eben sehr, sehr volatile Entwicklung in den vergangenen Monaten. Seit dem Rekord am 10. August hat sich die Aktie ja fast halbiert, Korrektur um 40% seit dem 10. August. Und seit Jahresbeginn steht weiterhin ein Plus von 200%. Also wir sind ja weder Fisch noch Fleisch, möchte man fast sagen. Und was gilt für BioNTech grundsätzlich? Absolute High-Beta-Aktie. Also sie bildet auch das Marktgeschehen um einen, ja, um gewissen Art Faktor oder Hebel ab. Und die Kursentwicklung, wie ihr seht, auf das Rekord im August gab es erstmal einen sehr schnellen Pullback und dann wieder so eine kleine Konsolidierungsphase, zuletzt wieder deutlichere Schwäche. Was sind denn die fundamentalen Aussichten bei BioNTech? Also grundsätzlich haben wir natürlich das Phänomen, und das ist wirklich sehr, sehr spannend, die Aktie hing in den USA auf den Tag genau an den Corona-Entwicklungen. Wir haben diesen Chart hier rausgesucht. Wann war die Hospitalisierung bzw. das Wachstum der Hospitalisierung am höchsten? Also wann war das die Pandemiedynamik sozusagen am größten? Das kann man hier nicht auf den Tag ablesen, aber es war Mitte August. Und wir haben dann mal in die Daten geschaut und es war exakt dieser 10. August, an dem BioNTech das Rekordhoch hatte, als viele US-Bundesstaaten und eben auch Florida, wo die Pandemieentwicklung am schlimmsten war, ihre Rekordzahlen gemeldet hat. Also am ersten Tag, wo quasi einen leichten Rückgang in Florida gab, fiel die BioNTech-Aktie auch wieder. Was heißt das dann logischerweise im Umkehrschluss? Es wäre durchaus möglich mit Blick auf das Winterhalbjahr, und das wünschen wir natürlich absolut gar nicht und das ist nicht unser bevorzugtes Szenario, aber es ist eben ein realistisches Szenario, dass sich die Pandemiesituation wieder an Fahrt aufnimmt, eben aus verschiedenen Gründen. Ein Grund natürlich die eher moderate Impfsituation, also Impfquoten von 50-60% sind ja in vielen US-Bundesstaaten eher Normalität und das ist natürlich dann kein grundsolider Schutz der Bevölkerung, sondern eben nur ja, jedes zweiten ungefähr. Und dementsprechend muss man da in vielen US-Bundesstaaten mit einer neuen Pandemieentwicklung rechnen. Und daher eben durchaus die Möglichkeit, dass wir eine Winterwelle sehen. Und davon würde BioNTech mit großer Sicherheit profitieren. Und dann eben auch die große Frage, wie steht es denn um den Bestand des Impfschutzes? Also da ist ja die Studien- und Forschungslage eher auf dünnen Füßen. Also man weiß nicht so richtig, wie lange denn dieser Impfschutz wirklich vorhanden ist und ob es zu Auffrischungsimpfungen kommen wird. Und das wäre diese sogenannten Boosterimpfungen, wären natürlich für BioNTech eine extrem lukrative Einnahmequelle. Im Sommer war eben auch der Trade dahingehend zu sagen, man hat so eine Art Impfabo, also man kann sicherstellen, dass auf Jahre oder Jahrzehnte, jedes Jahr zum Beispiel, eine BioNTech-Impfung ganz selbstverständlich ist oder eine Corona-Impfung mit ähnlichem Wirkstoff, was natürlich für die Unternehmen wahnsinnige Gewinne generieren würde, weil der Impfstoff eben sehr, sehr lukrativ ist und die Patente sind ja nicht freigegeben und das steht auch momentan nicht zur Debatte eigentlich. Und dementsprechend wäre das sehr, sehr lukrativ und ihr seht es momentan, die Gewinne sind wahnsinnig hoch, was man eben an diesem KGV sieht, was 2021, 2022 ungefähr bei 6 bis 7 liegt. Und das sind natürlich
ist natürlich ein wahnsinnig niedriger Wert für so eine spannende Aktie, aber ist natürlich mit absoluter Vorsicht zu genießen, weil die Gewinne werden zu ziemlicher Sicherheit in den kommenden Jahren dieses Corona-Jahr natürlich nicht halten können, weil es wird nicht mehr die Situation geben, dass weltweit hunderte Millionen oder Milliarden Menschen gleichzeitig geimpft werden müssen. Und deswegen ist dieses KGV natürlich kein Indikator, aufgrund dessen man die Aktie kaufen sollte. Aber er zeigt natürlich auch, wenn sich der Gewinn von BioNTech beispielsweise zehnteln sollte, dann wäre die Aktie auf dem aktuellen Kurs mit einem KGV von 60 bis 70 bewertet, was immer noch moderat wäre für einen Biotech-Wert mit einer sehr guten langfristigen Perspektive, weil BioNTech eben auf dem mRNA-Wirkstoff Forschung in diversen Bereichen betreibt, auch Vorreiter in der Krebsforschung ist. Es gibt Ansätze Richtung Malaria, also man ist da sehr, sehr breit aufgestellt und BioNTech eben daher möglicherweise eine Aktie, die uns noch viele Jahre begleiten wird und die sich eben etablieren wird in der ersten Börsenreihe. Und daher unser Ansatz, wir haben da durchaus jetzt diesen Rückschlag zum Einstieg genutzt. Wir haben in unser Turbo-Depot hatten wir einen kleineren Trade, der hat 10% abgeworfen. Den haben wir jetzt im jüngsten Marktumfeld beendet, weil wir zumindest nicht kurzfristig gehebelt dabei sein wollten, weil wir eben auch die Gefahr gesehen haben, dass sich das schwierige Marktumfeld auch auf die BioNTech-Aktie abbildet. Aber im Trading-Depot sind wir noch mit einem Cap-Bonus dabei. Und den stelle ich gerne mal vor und damit kommen wir dann auch zum Produktteil. Also grundsätzlich natürlich von uns die Empfehlung, sich die Produkte genauer anzusehen und eben auch nur zu handeln, was man versteht oder uns auch einfach eine Mail zu schreiben und zu fragen, wie funktioniert das Produkt, wir erklären es gerne. Und das ist eben ein Produkt, was eben diesen schönen Chance-Risikomix, den ich eben angesprochen habe, sehr schön zusammenfasst. Ein Cap-Bonus-Zertifikat, also grundsätzlich ein Cap-Bonusse sind tendenziell eher moderate Anlageprodukte, weil man hat eben eine Sicherheitspuffer, eine Barriere. Und ich habe jetzt hier eins rausgesucht, was durchaus ein bisschen Feuer hat. Es hat nämlich eine Bonusrendite von 34% PA. Das ist ja schon sehr, sehr ordentlich. Und einen Abstand zur Barriere bei 27%. Und die Grundfunktion dieses Cap-Bonus lautet, solange die Aktie über der Barriere bleibt, die liegt bei $180, wird das Zertifikat voll zurückgezahlt. Jetzt könnte es die Situation sein, die Aktie berührt diese Barriere nicht, notiert am Laufzeitende bei $190, was ja vom aktuellen Kursniveau von $250 knapp ein deutlicher Abschlag von knapp 20% wäre. Und trotzdem würde dieses Bonuszertifikat voll zurückgezahlt werden und würde die Barriere, Rendite von 34% PA voll auszahlen. Und da seht ihr eben, dass diese Papiere gerade in Seitwärtsmärkten sehr, sehr schöne Chancen bieten. Und selbst im positiven Falle muss die Aktie ja erstmal die Rendite des Bonus schlagen. Und die Maximalrendite die Maximalrendite bis Laufzeitende beträgt 23%. Das heißt, erst wenn die BioNTech-Aktie über 23% steigen würde, und das gibt eben auch der Cap an bei $275, erst über $275 wäre ich mit der Aktie überhaupt besser. Und diesen positiven Fall müsste ja erstmal eintreten und dann hat man ja auch quasi, dann ist einem ein bisschen Rendite entgangen, aber das kann man natürlich in Kauf nehmen, weil man eben diesen großen Sicherheitspuffer hat. Und deswegen bilden wir solche Trades häufig auch über Bonuszertifikate ab, weil wir eben ja für ein Anlagedepot gerne diesen Schutz mitnehmen und eben auch in Seitwärtsmärkten damit Rendite fahren. Und eben ein Einfluss bei diesen Produkten eben auch die Volatilität. Und die ist eben bei Aktien wie bei BioNTech, aber eben auch bei Varta zum Beispiel sehr, sehr hoch und sorgt wiederum für sehr, sehr gute Produktkonditionen. Also man kann jetzt nicht ein Bonuspapier auf die Telekom nehmen. Das machen wir auch, aber da sehen die Konditionen natürlich ganz anders aus. Bei einem Bonuszertifikat auf die Telekom mit 27% Abstand zur Barriere wird die Rendite, jetzt sage ich jetzt einfach mal aus dem Stegreif, wahrscheinlich bei um die 5% liegen. Das ist natürlich ein riesiger Unterschied, aber liegt eben daran, dass 27% Abstand bei einem Telekom-Bonus wahnsinnig, also sehr, sehr sicher eigentlich sind. Das kann man natürlich im Trash nicht ausschließen, aber tendenziell wird die Telekom-Aktie nicht um 27% korrigieren. Bei BioNTech sieht das natürlich ganz anders aus.
die 27% sind durchaus möglich. Was wäre dann der Worst Case? Das Bonuszertifikat notiert dann wie die Aktie am Laufzeitende. Das heißt, ich kann das Bonuszertifikat sogar halten. Es gibt keinen Knockout in dem Sinne. Der Knockout wäre einzig, wenn die Aktie auf Null fällt, was natürlich ja nahezu ausgeschlossen ist bei einer soliden Firma wie BioNTech und dementsprechend eben klassisches Produkt auch für Anleger, eben kein Totalverlustrisiko, sondern defensiv, eine gute defensive Möglichkeit. Was wäre die spekulative Möglichkeit auf BioNTech? Da würden wir tatsächlich zu einem ganz klassischen Turbo-Zertifikat gehen. Habe ich hier rausgesucht mit der WKN MA6 PHH und Hebel 2,8. Das wäre meine Herangehensweise an die Aktie, weil wir eben auch sagen, natürlich ein Turbo-Zertifikat mit Hebel 5 oder 6 oder sogar 10 bringt natürlich prinzipiell höhere Rendite im positiven Fall, in einer positiven Entwicklung der Aktie, aber unser Ansatz eben Kapitalerhalt an erster Stelle und eben nicht in die Gefahr laufen, dass der Trade ausnockt. Das ist natürlich auch mit Hebel 2,8 und der Knockout-Barriere bei $167 nicht ausgeschlossen, aber eben ja ein gutes Stück unwahrscheinlicher, als wenn ich den Hebel bei 10 nehme. Und wenn ich dann sogar noch höher gehe, das wird dann bei uns auch oft nachgefragt, es ist dann eigentlich nur noch reine Zockerei, weil niemand weiß, ob die BioNTech-Aktie jetzt im Tief auf $215 fällt oder auf 220 oder auf 205. Also solche Ausschläge am Markt kann man nicht prognostizieren und deswegen unser Ansatz da eben tendenziell etwas defensiver sein, was natürlich hier in Anführungszeichen zu setzen ist, weil eben eine sehr, sehr schwankungsfreude Aktie wie BioNTech mit einem Turbobull abzubilden, sehr spekulativ ist, aber eben als Trade finden wir das sehr, sehr spannend und haben das, wie gesagt, zuletzt auch abgebildet. Ganz kurz noch, die Produkte, die ich rausgesucht habe, werde ich bei uns auf Feingold Research auf die Startseite stellen. Da könnt ihr euch dann die WKNs ziehen, wenn ihr möchtet. Und dann müsst ihr jetzt hier quasi nicht mitschreiben oder das rauskopieren. Und damit kommen wir zur nächsten Aktie, die mit einer sehr, sehr spannenden Entwicklung jetzt um die Ecke kam. Ich habe noch eine alte Präsentation offen, wo er mich die ganze Zeit reinwirft. So, Warta. Genau, bei Warta gab es jetzt in dieser Woche eine Art Befreiungsschlag. Die Aktie lief zuletzt nochmal an die alten Tiefs aus dem Mai, aus dem März zurück, wo es eben immer in diese Zone 105, 110 Euro ging. Und zusammen mit dem schwachen gesamten Markt sah es für Warta wirklich nicht gut aus. Jetzt quasi Erholung per grundsätzlich besserer Stimmung im DAX, aber eben auch, weil es eine Art Befreiungsschlag gibt. Man hat die vielfach diskutierte Elektrozelle für Elektromobilität vorgestellt, die V4Drive. Und will da jetzt in die Produktion einsteigen. Das wird eigentlich seit knapp einem Jahr spekuliert und auch erwartet. Man hatte sie auch schon vorgestellt. Und jetzt hat man eben weitere Details genannt. Und das ist sehr, sehr spannend für die Aktie, weil, was gilt bei Warta? Die Aktie ist in einem sehr, sehr starken Spannungsverhältnis zwischen Privatanlegern und auch Shortsellern. Und das muss man beachten, weil die Aktie wird sowohl sehr dynamisch nach oben gekauft, was durchaus auch wirklich an privaten Anlegern liegt, die da mit größeren Tickets in die Aktie einsteigen, was ja auch vollkommen okay ist, weil es eine sehr, sehr spannende Aktie ist. Aber die Aktie ist natürlich sehr stark nachgefragt. Sie wird ja jetzt auch heute von uns besprochen. Also dürfen wir uns da nicht beklagen, sondern müssen uns das ja auch selbst zuschreiben. Ist ja eigentlich eine Aktie aus der zweiten oder dritten Reihe, gehört in Deutschland aber zu den meistgehandelsten Werten, sowohl auf Aktienseite als auch bei Derivaten und Zertifikaten. Und dementsprechend, jetzt sehen wir eben wieder diese Aufwärtsbewegung. Heute ein bisschen schwächer, ich habe den Chart gestern Abend erstellt, sind wir bei um 120 Euro. Aber was ist jetzt unser Ansatz? Wir sind zuletzt wieder verstärkt long eingestiegen. Wir haben einen sogenannten Discount-Call gekauft, stelle ich gleich vor. Ein Optionsschein mit Seitwärtsrendite sozusagen, weil wir eben durchaus weiter mit steigenden Kursen rechnen. Und das erste Ziel wäre jetzt mal diese Zone um 130, 140 Euro, weil diese Elektromobilitätsthema hat durchaus Aussicht darauf, den Kurs zu treiben und eben auch dann wieder dieses Szenario
Shortseller, die in diesem Bereich hier schon bei 160, das wäre natürlich für den Shortseller der idealste Fall, aber wahrscheinlich auch eher in diesem Bereich hier eingestiegen sind, die werden jetzt quasi ihre Gewinne mitnehmen. Und das tun sie ja, indem sie in die Aktie einsteigen, indem sie kaufen. Und daher durchaus die Möglichkeit, das wird ja dann als Short Squeeze bezeichnet. Also das muss gar kein Squeeze sein, aber die Shortseller könnten einfach peu à peu aus dem Markt verschwinden, ihre Short Trades beenden, die ja in dem Fall dann im Regelfall auch erfolgreich waren. Also man muss nicht davon ausgehen, nur weil der Shortseller seinen Trade beendet, dass er da Geld verliert, sondern er kann auch einfach sagen, es war schön mit der Warte und ich stelle mich erstmal in die Seitenlinie. Und dementsprechend rechnen wir jetzt bei Warte eher mit steigenden Kursen, finden das eine sehr, sehr spannende Spekulation, auch mit dieser Elektrofantasie, weil Elektromobilität natürlich einer der Treiber der Börsen momentan und natürlich auch der Zukunft, der politischen Diskussion. Und Warte auch noch als Produzent für Apple-Batterien. Sollte Apple zeitnah neue AirPods vorstellen, könnte das die Aktie auch deutlich treiben. Und davon gehen wir aus. Auf der letzten Präsentation gab es noch keine AirPods, könnte aber bis Dezember noch folgen. Und dann wäre die Aktie definitiv wahrscheinlich wieder in dieser Region 130, 140 Euro. Da sehe ich sie auf jeden Fall. Ob da Kurspotenzial bis zum Beispiel 200 ist, wie das von anderen Marktteilnehmern analysiert wird, da gehört schon viel Fantasie dazu. Man muss natürlich auch sagen, nur weil sie eine Elektrobatterie vorstellen, also eine Batterie für Elektroautos, heißt das ja noch nicht, dass sie da direkt größere Marktanteile generieren können. Wir sehen ja momentan, dass alle Elektroautohersteller eigene Produktionen aufbauen, eigene Fabriken, und der Markt wird sich da wahrscheinlich auch aufsplitten. Aber Warte da auf jeden Fall mit dabei, und das ist ja grundsätzlich eine sehr positive Entwicklung. Passender Turbo Bull wieder, also ein Hebelprodukt wäre in unserer Auswahl die UE1 ADK mit Hebel 4,4, ein bisschen offensiver jetzt als BioNTech, und die Knockout-Schwelle gewählt bei rund 95 Euro. Und damit wäre man eben im negativen Fall auch erstmal unter 100 Euro in der Barriere, und die 100er-Zone wurde zuletzt immer verteidigt. Da hat man dann noch einen gewissen Puffer. Also ich würde jetzt keinen Turbo kaufen, der eben in dieser 110er-Region eine Barriere hat, weil die eben zu oft angelaufen wurde. Und das ist dann eben im Worst Case ja immer, dass man da kurz quasi sozusagen rausgespült wird, und das möchten wir natürlich vermeiden. Und dementsprechend, wenn man spekulativ unterwegs ist, wäre das unser Produkt. Oder eben, wie eben angesprochen, ein Discount-Call-Optionsschein. Bisschen selteneres oder exotischeres Produkt. Optionsscheine sind wahrscheinlich den meisten bekannt, haben grundsätzlich eine Basis, die liegt hier bei 110 Euro. Dazu hat ein Discount-Call oder auch ein Discount-Put immer ein Cap, und das ist die maximale Auszahlung. Die liegt im Call natürlich bei über dem Basispreis, und zwar bei 120 Euro. Und die Grundfunktion lautet, solange die Aktie am Laufzeitende über diesem Cap notiert, wird das Produkt voll ausgezahlt. Und das eben die grundsätzliche Funktionsweise. Und grundsätzlich sind bei diesen Produkten die Renditen relativ hoch, weil es eben unter dem Basispreis einen Totalverlust gibt. Also wenn die Warte-Aktie am Laufzeitende im März 2022 unter 110 Euro notiert, würde dieser Discount-Optionsschein wertlos verfallen, wie es ja ein normaler Optionsschein auch tut. Der verfällt ja am Laufzeitende unter der Basis auch wertlos. Und deswegen relativ hohe Renditen. Aber anders als klassische Optionsscheine eben Seitwärtsrenditen. Bei klassischen Optionsscheinen zahle ich ja ein Aufgeld und tendenziell läuft die Zeit eher gegen mich. Bei Discount-Optionsscheinen läuft die Zeit für mich, weil Cap 120 aktuell notiert, gut, jetzt notiert die Aktie heute etwas schwächer unter 120, aber wenn sie eben in dieser Region bleibt, wird sie einen Seitwärtsertrag erzielen, und der liegt eben bei 120 Euro bei 75%. Und das ist ja schon sehr, sehr ordentlich, und das muss die Aktie erstmal schlagen. Und ich bin mir relativ sicher, dass das, also es wird sehr, sehr schwierig, eben für Warte bis März 2022 75% Ertrag in der Aktie zu erzielen. Und da eben der Discount-Optionsschein natürlich als spekulatives Produkt für uns die bessere Wahl. Und das ist quasi die spekulative Seitwärtsalternative zum Cap-Bonus, der für Anleger natürlich auch eine Möglichkeit ist.
auch hier rausgesucht, wenn man jetzt aus Anlagesicht bei Warta dabei sein möchte, zahlen die Bonus auch wirklich sehr, sehr schöne Renditen. Hier habe ich auch wieder die 95er Barrier rausgesucht. Eben wie eben schon gesagt, die 100er Marke wurde sehr oft verteidigt. Das sind dann knapp 32% PA-Rendite. Sehr, sehr schön bis Dezember 2022 mit der WKN HR9 WZ5. Und das wäre dann in diesem Fall auch wieder unsere Präferenz im Vergleich zur Aktie selbst. Da zeigt sich einfach bei diesen Derivaten eben, dass die Konditionen dafür sagen, dass man häufig ja eigentlich die bessere Alternative zur Aktie erhält mit diesen Produkten. Genau, jetzt kann ich, wenn die Zeit es zulässt, noch kurz zum Thema Wasserstoff kommen, was ja auch angesprochen war, beziehungsweise versprochen war. Plug Power, wir sehen momentan im Wasserstoff, ja, oder Andreas, willst du mit Blick auf die Zeit? Ja, nee, kein Problem, du hast noch Zeit, Nikolas. Es kam halt die Frage nochmal, welche Newcomer-Aktien habt ihr denn, wo ihr langfristig eine stabile, positive Verläufe eben erwartet? Gibt es da noch das eine oder andere, was du bisher noch nicht gesagt hast, was du noch empfehlen kannst? Dann ja, kannst sehr gerne. Genau, sehr gerne. Plug Power gehört nicht unbedingt dazu, das muss ich schon sagen, weil Wasserstoff eben ein sehr, sehr ja, volatiler Sektor sozusagen und ja, ein Stück weit angeschlagen. Unsere Newcomer-Aktie, da wäre zum Beispiel zu nennen ganz klar eine Square, also Zahlungsdienstleister in den USA, mit sehr, sehr positiver Geschäftsentwicklung weltweit, eben weltweit aufgestellt und geht eben in eine Richtung wie PayPal. Und diese ja, E-Commerce, diese Firmen sind eben sehr, sehr ertragsreich. Da eben die Square zu nennen, auch mit einer gewissen Verbindung zum Bitcoin sogar. Da ist der Gründer Jack Dorsey ja, Vorreiter in der Community sozusagen. Dann Thema Elektromobilität. Sind wir großer Fan von BYD, also dem chinesischen Produzenten, der ja tendenziell eher im Batteriesektor angesiedelt ist, aber eben auch mit eigenen Fahrzeugen vor allem in Asien vertreten ist. Und da gibt es eben sehr, sehr spannende Aussichten. Und das Gute bei BYD ist, dass diese Elektroproduzenten, wie zum Beispiel eine NIO, ja noch nicht profitabel sind, weil sie eben der Aufbau der Elektroproduktion eben große Summen verschlingt. Aber BYD ist schon profitabel, weil eben das Batteriegeschäft sehr, sehr gut läuft. Und deswegen sehr, sehr spannende Aktie, wie wir finden. In dem Bereich auch zu nennen, aus Asien kommt anderer Sektor, Jinko Solar, sehr, sehr spannende Aktie mit Blick auf Photovoltaik. Natürlich ein Thema, was uns in Europa auch sehr, sehr stark beschäftigt. Leider deutsche bzw. europäische Aktien aus dem Bereich erneuerbare Energien laufen sehr, sehr schlecht. Da ist ja eine Nordex ganz vorne mit dabei. Und hier habe ich den Chart. Bei Nordex sind wir jetzt auch wieder bullischer, beziehungsweise sind es schon seit einigen Wochen, um ehrlich zu sein. So viel gehört ja auch dazu, dass man sagt, wenn man nicht immer absolut richtig war. Nordex eben großes Margenproblem. Die Auftragslage stimmt absolut. Man hängt auch in dieser Angebotsschleife sozusagen, also man kann das Angebot nicht bedienen, weil man Lieferengpässe hat. Eigentlich müsste es da einen Turnaround geben. Die Aktie ist ja im Sentiment auch komplett am Boden und es sieht wirklich sehr, sehr schlecht aus, aber wir haben eigentlich die Hoffnung noch nicht aufgegeben und setzen da auf eine Trendwende, aber Aktien wie Jinko Solar aus Asien sind da deutlich besser aufgestellt und wer sich im europäischen Vergleich eine Aktie im erneuerbaren Energienbereich anschauen würde, da würden wir die Ørsted empfehlen. Die sind Weltmarktführer im Offshore-Windkraftbereich, also eben für die Windräder auf hoher See und auch eine sehr spannende und ertragsreiche Story. Eigentlich momentan gibt es sie auch deutlich günstiger als noch im Frühjahr. Das wären mal so 3-4 Hotstocks gewesen, die wir momentan abbilden. Und eben noch kurz das Thema Wasserstoff. Wir sehen momentan bei Plug Power eine ganz leichte Stabilisierung, aber es wäre noch absolut zu früh, dann ein Comeback auszurufen. Wir haben bei Wasserstoff weiterhin das Problem, dass man sehr, sehr weit in die Zukunft blickt, weil man eben noch kaum Anwendungen dafür hat.
und sich zuletzt das Pendel eher Richtung Elektromobilität ausgeschlagen hat. Aber es wird auf jeden Fall unserer Meinung nach eingesetzt werden in der Schifffahrt, in der Eisenbahn und auch in der Industrie. Es gibt ja beispielsweise diese Projekte von ThyssenKrupp, sauberen Stahl zu produzieren. Das ist natürlich Zukunftsmusik, bis das mal in der Massenproduktion ankommt, weil da eben sehr, sehr viel Energie benötigt wird und dementsprechend auch sehr, sehr viel Wasserstoff. Auch dieser Wasserstoff muss erstmal produziert werden. Also es gibt da wahnsinnig hohe Hürden. Deswegen ist das kein Sektor, den wir präferiert momentan in die Depots nehmen. Wir sind da eher vorsichtig. Wenn man mag, kann man ja durchaus jetzt einen Comeback-Trade auf diesem Niveau machen, wenn man spekulativ unterwegs ist. Aber man muss sich gewiss sein, dass das immer noch keine ja, günstigen Niveaus sind, auch wenn der Kurs was anderes suggeriert. Wir haben im Kurs hier diese Korrektur, es ist jetzt ein Dollar, von $75 auf $25, also ziemlich genau gedrittelt. Und trotzdem sind die Titel noch wahnsinnig hoch bewertet. Im Kursumsatzverhältnis momentan bei 38,5. Also die Aktie wird mit dem 38-fünffachen Jahresumsatz bewertet. Das sind astronomische Maßstäbe. Und von Gewinn ist ja ohnehin keine Rede. Jetzt bei Plug Power oder bei, eigentlich bei allen Wasserstoffwerten. Und dementsprechend wird das noch viele Jahre brauchen. Und da dementsprechend raten wir eher zur Vorsicht. Und wenn man spekulativ was machen will, Plug Power wäre da einer unserer Favoriten, aber eben, wie gesagt, Kapitaleinsatz im Rahmen halten und auch Risiken abwägen. Das mit Blick auf die Uhr, denke ich, ist das jetzt ein gutes Ende, was wir uns noch überlegt haben. Wer bei uns reinschauen möchte, wir bieten allen Zuhörern 10% Rabatt auf alle Neuabos. Dazu einfach den Gutschein WOT21 eingeben. Und ansonsten freuen wir uns natürlich über Fragen. Daniel ist um 16 Uhr hier im Raum und wird ja ein bisschen einen anderen Vortrag geben. Da wird es dann mehr um unser konkretes Trading gehen und Ansätze, Sentiment, Volatilität. Das ist eher sein Bereich. Und damit gehe ich jetzt gerne noch in die Fragen, wenn es denn welche gibt. Ja, Fragen sind jetzt keine mehr offen. Du hast alles so super erklärt, obwohl es auch super spannend war mit ganz vielen Informationen. Ich kann mir gut vorstellen, du kriegst auch die eine oder andere Mail zu deinem Vortrag. Sehr gerne, ja. Und ja, ansonsten wären wir dann soweit, glaube ich, durch. Nochmal die Information an die Zuschauer. Unsere Videos werden aufgezeichnet und wenn Sie sich für den Newsletter registrieren unter bot-messe.de, dann bekommen Sie in Kürze die freigegebenen Videos auch zugeschickt.